So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Ja. Wir werden es jetzt vielleicht lustig haben. Wir werden es jetzt wirklich vielleicht lustig haben. Wir müssen schauen. Ich gehe jetzt aber trotzdem mit Absicht ein bisschen kurz zu Fuß. In irgendeiner Wüste soll es irgendein Habschi geben. Alter, das muss man mir auch noch erklären und sehen, Alter, sind wir nicht hab. Das ist er. Alter! Ich kann ja nicht der einzige Volltrottel sein. Ich kann ja nicht der einzige Trottel sein, oder? Ich kann ja nicht der einzige Schwule in diesem Dorf sein. Nee, aber Alter! Jetzt muss ich nochmal schauen, welche Stadt welche nochmal ist. Aber Alter! Sind wir nicht ab! Ja, die Urforsche! Die Urforsche! Leideln! Alter, das. Ich hab extra schauen müssen. Wir haben nur gehört gehabt in irgendeiner. Ich hab nur. Mehr habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Es hat nur geheißen, in irgendeiner Wüste soll es irgendein Habschi geben mit einer Feenfloschen. Das ist er. Jetzt können wir wieder weitermachen. Weil das musst du einmal wissen. Oder muss ich zu dir hingehen? Zu irgendeinem muss ich jetzt im Dorf hingehen. Oder zu dem Habschi da oben? Zu irgendeinem muss ich jetzt hingehen. Sonst wird es jetzt wieder problematisch. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt habe ich den Scheißdreck da geholt. Und keinen interessiert. Und dann muss ich erst zu den Haverer gehen, der was die Wassernixe da hat. Das kann vielleicht auch möglich sein. Jetzt habe ich extra die Flaschen geholt. Ja, dann muss ich mal ganz kurz in die andere Stadt. Muss ich nur schauen, was haben wir da nochmal da oben? Ist es, na, okay, das ist ja wieder ein Wasserfall gewesen. Ah, dann ist es da rechts. Ja, ich wasche, wasche, wasche. Ein paar Zufallskämpfe müssen schon wieder drin sein. Auf alle Fälle. Ja, du kannst. Ich sehe zwar nichts bringen, aber du kannst auch immer attackieren. Ein bisschen ein kleines Training kurz davor muss getan werden. Sonst sind wir vielleicht genau am Arsch. Wenn es dann mal so richtig losgeht, bis der Partie geht. Einmal, zweimal. Ja, sogar selbst Lorenz kann austeilen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Selbst der Lorenz teilt einmal aus. Und das ist eine Seltenheit, bis deppert. Normalerweise macht er nur 3-4 Schaden. Ich glaube, heute ist er motiviert. Der Lorenz. Bis deppert. Der ist halt richtig motiviert. Der weiß ganz genau. Ich schaffe das halt. Ist das jetzt die Stadt oder ist das wieder die andere? Oder ist es die. Na! Schaut gut aus. Okay. Ich gehe mal sicher aber trotzdem zu dem Heiden. Na, nicht zu dem, aber ich rede trotzdem sicher so mit dem. Weil der schaut anders aus als wie die anderen. Oh, warte mal. Ich komm schon, Chefe. Du bist normalerweise der, was das gemeint hat, gell? So, dann muss da oben irgendwas passiert worden sein. Vielleicht sogar dort. Ja, genau, im Wasser. Na, schau dir das an. Ah, sehr gut. Und mit dem Luftwasser können wir dann wieder zu der Tanten der Hicke. Mit dem Unterwasser bleiben können.
Ich sag nur, das musst du auch mal gewusst haben, Alter. Das in den. Du gehst in die Wüste, plötzlich ist da einer da. Alter, einfach so plötzlich. Es, also sagen wir nicht ab, aber. Okay, ja, dass der eine das erwähnt hat mit der Karawane und alles, aber trotzdem siehst du einen Scheißtrick. Du siehst wortwörtlich einen Scheißtrick. Einfach der Wahnsinn. Einfach frech. Ganz, ganz frech, Digi. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Oh, wow, Alter, nicht einmal ein Meter. Nicht einmal ein Meter, Alter. Bist deppert, Alter. Der Ninja, Alter. Der teilt schon wieder aus. Der teilt schon wieder aus, der Ninja. Der ist schon motiviert. Der will schon unbedingt attackieren. Der will unbedingt schon loslegen. Ah, muss noch ein bisschen warten. Ein bisschen. Jetzt wird's dann eh ganz, ganz extrem, mein Freund. Jetzt heißt es dann unter Wasser. Hätte man nicht gedacht, aber war auch irgendwie klar, weil zu wenig in der Oberwelt zu tun ist. Okay. okay. Verschwinde auch einfach. Alles klar. Überhaupt nicht gruselig. Oh, so ist es. Ich hab mir doch gehabt, da gibt's jetzt quasi so eine Art zweite Welt oder so. Oh. Ich hätte mir jetzt safe gedacht gehabt, da gibt's jetzt so eine Art zweite Welt oder irgendwas in dem Dreh. Ist auch in Ordnung. Muss natürlich gleich mal kurz stiedeln, ob da links oder rechts gleich mal irgendwas ist. Typisch. Ja, und die anderen da. Die Skorpione sind eh nix. Aber dennoch, der in der Mitte muss kassieren. Ah, das. Das ist eine nette Wohne. Ja, macht gleich einen 13er Schaden, Alter. Musst aufpassen auf den Schäfe. Oder Rieche oder was auch immer. Ach, okay, schade. Ich habe mir jetzt irgendwie erwartet, dass da ein Gegner ist. Irgendwie schon. Irgendwie jetzt gerade schon. Okay. Ist er jetzt versteinert oder? Ah, achso, er hat einfach nur weniger Schaden. Bist du deppert? Er packt hier einfach mal den 97er mal wieder aus. Scheiß Tornado. Oder Wasserelement, oder ich sag Tornado. Für mich bist du Tornado. Wir gehen ja jetzt schon mal wieder gut. Rückt schon länger mal Breite. Bam bam. Vielleicht läuft es besser, wenn die Skorpione aufgreifen. Das könnte dort vielleicht sein. Das könnte dort vielleicht gut gehen. Das könnte dort vielleicht wirklich gut gehen. Ja, sehr gut. Und wie schauen wir da aus? Am 44er und 55. Ah, einfach nur schlecht, Digga. Schlechtes Team. Na schau, na immerhin. Wenigstens einer, der was kämpfen kann. Ich muss immer wieder, ich muss trotzdem immer schauen, vielleicht Kiste hier, Kiste da. Aber das Geile ist, und das finde ich richtig, richtig geil, dass du nachschauen kannst sogar, dass du da und da und da was vergessen hast. Das finde ich top. Das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Oh, jetzt sind beide angesteckt oder was? Gerade die zwei Gurden. Na, leck mich fett am Arsch. Ich würde aber trotzdem da alles auf den Lindwurm da hingeben. Auf die Depperte. Depperte. Wasserelement macht bei Rico so viel Schaden. Wow, Alter. Wow. Etwas. Ja, muss ich schon sagen, Respekt. Digga. Ja, der, wenn der Bruder jetzt auch noch schläft, der ist ja komplett am Arsch. Wollen wir wenigstens die Tante da jetzt einmal mehr? Gibt's ja nicht. Na, endlich. So, und jetzt gibt's einmal den Wirbelsturm da. Die Freche da. Wenn nicht, machen wir da mal ein Blitzi Blitzi. Hier ist ja fast jeder geschwächt, außer Lorenz. Da ist aber Lorenz, der was hier mal auspackt. Da ist aber Lorenz, der was hier mal die Schellen austeilt. Digga. Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Also mal der Lorenz, was die Ei in der Hose hat. Bist du deppert. Ja, jetzt du schon wieder. Na gut, auf ein neues. Kommt einfach mal mit Blitz daher. Hier 700 und tschüss. So sieht's aus, wenn wir mal mit voller Energie da hier hauen. Falle? Na, keine Falle. Oh. Schlafen geht aber egal, was, Digi. Schlafen kannst du daheim. Wir sind jetzt in einer scheiß verfickten Höhle. Wie, oder schlafen können wir dann wieder in so ein scheiß Hotel, was mir wieder viel zu viel kosten. Da ist ja auch der Unterschied. Da kriegt der Glanz zum Beispiel gerade mal einen Schaden ab. Und die sind weggeklatscht hier wie nix. Und dann die anderen, oder scheiß Regenwürmchen, oder fickt uns. Bis zum Gehnimmer. Ist schon arg. Also, ich mein, schade, dass halt der ein oder andere als erstes angreifen kann. Das tut weh. Das tut weh. Okay, da können wir wenigstens schon mal auf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wissen wir schon mal wenigstens. Es ist so wurscht. Okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber ist trotzdem egal. Ah, wichtig, wichtig. Wieso hat das unbedingt irgendeiner den Troll als erstes angreifen können? Sind wir nicht auf. Aber ja, steht eh meistens nur da und heilt sich. Also, so tragisch ist es jetzt auch wieder nicht. Aber das erinnert mich irgendwie an die Pokémon-Liga. So Siegestraße-mäßig, wenn du da jetzt so aufgehen würdest, Alter, voll geil. Wie wir jetzt bei irgendeinem Final-Turnier da mitgemacht. Aha. Was bist denn du für ein Spatzi, du? Was bist denn du für einer? Ja, der ist weg. Ja, der war mal da. Der Haberer. Der war mal beinahe weg da. Ah, deine Ei. Komm. Die zwei da, die sind ein Wahnsinn. Bin wirklich gespannt, Alter. Wenn du da wirklich so sagst, Alter, du spielst dann Teil 2 oder so. Ob es dann auch wieder so zwei Kandidaten im Team gibt, so Brudi, kann man die nicht irgendwie austauschen? Zwei komplett überlevelte, oder besser gesagt, viel zu starke Charaktere. Ist aber eh gut. Und so richtig drauf geschießen, was? Ah, geh mal mit der Enter-Taste da weit oben. Wir bauen die Leute eh nicht, bauen die Leute eh nicht. So gefühlt. Habst du das Gefühl, dass der Gegner uns die ganze Zeit eher so Richtung einfrieren möchte und das Ganze? Na, ich bin gespannt. Oh, okay, das tut weh. Ja, da werden wir mal wieder so eine kleine Heilung mit der Lanza. Da mal kurz ein bisschen kurz bequatschen. Das muss schon drin sein. Ich gehe aber trotzdem weiter. Gleich mehrere. Boah. Na, so schlecht geht's uns gar nicht. Ja. Ja, ist definitiv in Ordnung. Wollen wir nicht komplett übertreiben. Ihr da mal gesagt habt, natürlich, dass es jetzt zwei Wege gibt. Wir gehen einmal auf und einmal auf. Ich glaube, ist glaube ich gut. Ist glaube ich definitiv gut. Einmal auf, einmal runter. Da kann man eh nicht viel machen. Da kann man jetzt aktuell eh nicht so viel machen. Also dementsprechend passt das schon. Aber wie eher so mit seinem Feuer oder Gift oder eher mit seinem Eis da angreift, das ist ein Wahnsinn. Ist ja richtig, richtig geil. Also wird sowieso erst der Rico der Glanz drauf losgehen, also dementsprechend. Ist schon wurscht, wie wir da anvisieren. Da ist schon wieder wurscht. Aha, da bin ich dann schon wieder im dritten Stock. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, man hat doch gehabt, ja schau mal. Nah.
die können zwar nicht erledigen. Hätte ich Blitz machen sollen. Ja, Blitz wäre gescheit. Aber weißt du, da bin ich dann wieder so einer, ich heb mir den lieber wieder auf. Aber für was? Für was soll ich mir das aufheben? Bei ihm könnten wir eigentlich einfach Blitzer machen und alle drei. Ja, ja, es zahlt sich halt einfach für mich halt nur nicht aus. Es müssen schon mindestens so 4-5 Gegner da sein, aber der halben. Okay. Hätte ich mir jetzt aber auch irgendwie nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, ob die sind jetzt safe hier. Ich hätte mir gedacht, ob die sind jetzt weg vom Fenster, alle drei miteinander. Ohne Wenn und Aber. Aber das wird dann so schwächeln. Aber so dermaßen schwächeln. Oh. Ja, da werde ich es einsetzen. Ja, da werde ich trotzdem. Die Strudeln sind hart. Ja, siehst du schon wieder, kleinen 70er. Die Strudeln sind wirklich hart. Haben wir eh nur den einen, aber der, ich wollte gerade sagen, so der greift safe als erstes an. Safe. Ah, das ist hier sowieso Schmutz. Jeder Gegner greift hier als erstes an. Das geht einmal gar nicht. Aber dafür haben wir Diamantenpanzer. Na schau. Vielleicht könnte dir irgendwer was gebrauchen. Jetzt noch besser Abfolge. Nico, noch besser als jetzt. Wie viel Abwehr brauchst du, Schäfi? Jetzt hat er sogar noch eine bessere Panzerung als wie vorher. Ich glaube, ich werde deppert. Ja. Da werden wir es definitiv brauchen. Ah, da kannst du Feuerrad benutzen. Ja, safe. Weißt du nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, was die wegen Wasser, aber die haben ja auch so vielleicht ein bisschen so Wasser-Eis-Element, also dementsprechend. Hauptsache ich nicht. Das ist das Wichtigste. Hauptsache naja. Huch. Wieder Kiste. Ja, na kommt mal wieder einer daher. Na gut. Egal, Hauptsache One-Shot. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Hauptsache sie gehen dir beim ersten Mal mehr. Wollen wir wieder? Oh, na gut, wir haben mehr als genug hier am Start. Er hat sowieso hingebracht und der Avar ist nicht beim ersten Mal mehr gekommen. Bist du etwa nur 3 Schaden oder leg mir am Arsch? Wow! Wow! Avarer! Damit habe ich jetzt nicht gerichtet. Einfach gerade mal 3 Schaden, oh, lustig. So ein wirklicher Wahnsinn. Ja. Ich will mich da nur ein bisschen umschauen und nicht 100.000 Hurricanes mehr machen. Okay, passt, wir haben einen Angriffsvorteil. Du juckt mich dann gleich mal nicht mehr. Wow. Lorenz, du machst das ganz toll. Machst das richtig toll, Lorenz. Ah, das stört mich halt extrem. Du hast da diesen Angriffsvorteil, kannst ihn auch richtig schön ausnutzen, dann kommt da trotzdem auch immer sein Gegner um die Ecke und gibt als erstes an. Das ist schon frech. Das ist schon frech. Also sei mal nicht besser. Also wenn man jetzt hier in dem Gebiet schneller sahen mit 40 als wie mit, dass wir da überhaupt fertig mit dem Durchschauen sind, dann tue ich mal kurz wieder zwischen Kämpfen mal wieder auslassen, weil aber da eben wieder umschauen. Lass mich mal ganz kurz umschauen. Was, da komme ich wieder rauf, das gefällt mir. Haben wir wieder eine Kiste ohne Falle, aber trotzdem Gegner.
Ja, der eine da, der juckt mich mal überhaupt nicht. Wenn ich wenigstens wie viel kriegen von ihm? 2000 kriegen wir von ihm. Geh, Schleife. Geh, cool. Kann man nicht vorstellen, dass ich da von dem Haverer da 2000 daher krieg. Irgendwie kann ich es mir da nicht vorstellen. Außer wenn ich öfters hintereinander vielleicht gegen ihn kämpft habe. Das kann vielleicht möglich sein. Sag ich mal hier, wie viel kriege ich von den drei? Da muss ich ja mehr kriegen. Genau gleich viel. Kann auch irgendwas nicht passen. Magierstab. Kann das vielleicht... Ja, vielleicht Rico, ja. Vielleicht hat er sich doch gehabt, nein, er möchte vielleicht da was anderes werden. Nee, juckt einfach mal überhaupt niemanden. Was? Neuer Stab? Wen juckt das? Wer braucht schon einen neuen Stab? Ich will einfach raus! Ah, da ist gut zu bissen. Bist deppert? Also, mir war interessant. Jetzt haben wir ja drei Haie. Jetzt sollten wir ja nochmal... Ja. Kriegen wir schön. Okay, die Haie geben... Die liefern. Die liefern. Die Haie bist deppert. Die Haie geben wir ein schönes Knädel her. Haverer. Alter, bis er einmal wieder drankommt, der spricht und spricht doch immer den einen oder anderen Zauberspruch auf. Aber wenigstens ist der Rico wenigstens so leiwand und geht nicht mehr. Und kriegt da einen Schaden, Alter. Musst du dir vorstellen, würde ich das mal so 20, 30 Schaden kriegen. Und den attackieren gleich Viere. Ja, bist deppert. Leichtaxt. Vielleicht. Hat sich einer doch gehabt, der will vielleicht. Na, nix. Ich hab mir doch gehabt, ich schau mal, ich frag einmal, was der. Er will mal so leimend sein. Kann das sein? Kann ja sein, dass es vielleicht irgendwann mal einer gebraucht hätte. Das war aber eine gute, schnelle Runde. Und weg sind's. Ja, da kann man sich definitiv nicht beschweren. Also diese EP und die... passen eigentlich gar nicht miteinander zusammen. Wieso steht dann Gil und EP? Das verstehe ich da nicht. Das verstehe ich dann überhaupt nicht. Das dann. Ach so, das wird dann auf 4 aufgeteilt. Früh bin ich drauf gekommen, oder? Ja. Irgendwie ja. Bin sehr, sehr früh drauf gekommen. Voll. Digga. 7, 8, der Treffer liegt mir muss. Okay, weil wenn ihr da teilweise 2.000-3.000 kriegen würdet von den einen oder anderen Gegner, bist du deppert. Bin ich schnell auf 50, als was ich schauen kann. Ja, jetzt haben wir dann eh schon mal gleich auf 40. Das ist ja das. Wir sind weit gekommen. Wir sind richtig schön weit gekommen. Und ich würde eigentlich sogar fast glauben, ich habe mich nicht spoilern lassen oder irgendwas. Ich würde dann fast behaupten, dass wir hier dann den Wasserkristall kriegen. Würde ich dann fast behaupten. Ich bin gespannt, Leute, ob wir dann auch hoffentlich dann auch am Schluss sagen können, wir haben dieses Gegnerlexikon fertig. Das mache ich mal so. Bei das mache ich mal definitiv so. Ich wollte gerade sagen, so keine Falle. What the fuck? Oh, vielleicht kann ich auch mal wieder wer was gebrauchen. Diamantenreif. Aha. Okay. Der Schiffe braucht's. Alles klar. Ja, plötzlich alle gehen auf uns los. Das wär's. Also ja, die haben wir schon kennenlernen dürfen. Reizende Person.
wieso kannst du unter Wasser atmen? Gleich so, wieso kannst das du? Rosettenstein, yippie! Keine Ahnung für was. Aber ist sicher was Cooles. Ich hab keine Ahnung, wieso ich den Rosettenstein gekriegt habe. Oh, der Name, oder? Er ist eh nicht Rosettenstein, aber dennoch. Weiß nicht, entweder sind das alle hier gute Gastgeber oder wir sind das größte Arschloch hier. Ich meine nur. Ich sag's noch dazu, gell? Weil wir sie alle plündern. Alle. Alle. Kein Gil bleibt vergessen. Kein Gil bleibt vergessen, Bruder. Hier wird sich alles mitgenommen. Ja, wir haben sie schon einmal mit einem Piraten angelegt, was? Wir sind jetzt selber Pirat geworden. Ah, sehr gut. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Jetzt wissen wir auch Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. Das ist lauernd. Das ist lauernd. Aber ich frag mich, ob ich da rumkomme. Das wäre interessant zu wissen. Das wäre schon geil. Ja, irgendwann kommen wir vielleicht eh um. Du kannst da zufällig das Flosserl verwenden. Das wär's jetzt gewesen. Das wär's jetzt gewesen. Aber ich mach das jetzt einmal in der Ebene da aus, weil sind wir nicht ab. Das war dann schon wieder ein bisschen zu viel. Ah, darf er. Passt. Da links war das da, gell? Ja, genau. Da haben wir gesagt, kommt einmal unten, einmal rauf. Okay, jetzt mal wieder ab. Dementsprechend mal wieder. Na, Blitzer reicht. Blitzer. Schlecht eh schon einer. Hat schon gemerkt, kommt da. Das britzelt schon in den Fingern. Der tut schon Zauberspruch machen. Macht schon Zauberspruch. Oh, 30 geht. Ich hätte es mir jetzt gerade irgendwie schlimmer vorgestellt. 30 geht, gell. Nicht tragisch. Überhaupt nicht tragisch. Ich bleib jetzt lieber mal im unteren Bereich, weil man kann ja nicht wissen. Da ist schon wieder wurscht. Da ist schon wieder wurscht. Da sind eh noch Viere. Wir können maximal vielleicht noch den Skorpion, einmal den Skorpion erledigen. Ah, okay. Okay, die sind so weit, dass sie sogar den Skorpion erledigen können. Ja, muss ich schon fast sagen, bin ich fast stolz aufs Team. Bist deppert. Wir können sogar schon den Skorpion erledigen. Uiuiui. Ist eh wurscht. Kann eh jeder loslegen. Wir brauchen eh noch eine weitere Runde. Das Gute ist, dass sich zu viel angreifen. Ja, das gefällt mir wieder. Das gefällt mir wieder. Die Schlangen. Ja, für die Schlangen sind sie noch nicht bereit. Da müssen sie noch so einiges lernen. Da brauchen sie noch ein paar Level. Sind sie jetzt alle auf 40? Ja. Ui. Uiuiui, Memo. Ja, du musst wirklich glänzen, musst wirklich aufpassen. Ey, dann überholt die vielleicht am Mittellevel. Bist du deppert? Havara? Däger? Hier wird's gleich ganz gefährlich. Schlangen kannst du nicht besiegen. Es wäre mal wieder zu schön. Da brauchen wir immer eine weitere Runde. Dass da gar nichts ist, hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
Ich hätte mir safe gedacht, da gibt's ein bisschen was, da gibt's ein bisschen was. Oder wenigstens eine Kiste oder irgendwas. Nix, Alter. Ein vollgeizig, urgeizig. Steppert. Ganz vollgeizig in dem Moment. Aber nix gegönnt, Alter. Gehst extra dich umschauen, dies, das, jenes. Könnt ihr was Geiles geben? Nee, nee, nee. Oder wir hatten auch bis jetzt noch gar keine Falle. So, Hinterhalt? Ja, Hinterhalt hatten wir auf alle Fälle. Aber bis jetzt wollen wir, dass wir das eine und andere geöffnet haben, da war noch nichts. Verdächtig. Sehr verdächtig. Und dann kriegen wir so richtig einen auf die Fresse. Das kommt vielleicht auch gut möglich sein. Denkst du nichts dabei? Was soll schon Großartiges passieren? Digga. Und dann, Alter, kommt so eine scheiß Missgeburt um die Ecke mit so einer Falle. Kuss, Digga. Und er gibt da. Er gibt da Cold Worm. Oh. Okay, das habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der mal der hops geht. Achso, der hat ja so diesen Insta-Ding. Ja, voll, voll, voll. Na wart, Glanz, na wart. Du armer Hund, du. Du armer Hund. Wir tun dir das schon wieder bereinigen. Wir haben da eh Gott sei Dank ein bisschen Länge. Da. Kriegst sogar Vita, weil von dem Ding. Brauchen wir zwar nicht so viel, aber ja, muss dem nicht gleich alles geben. Den gierigen Hund. Er will schon wieder alles. Ich wollte es gerade sagen, so, da geht es ja wieder auf Schaufe. Ich wollte es gerade sagen, so, Digi. Da geht es ja auf nicht oben. Oder? Wo ist denn da los? Vielleicht kommen wir jetzt genau zu der anderen Seite, wo vielleicht du da Unterdrückung machen, vielleicht das Wasserviech oder so, was wir jetzt dann kennenlernen. Wer weiß, wer weiß. Der ist einmal hinig. Der kann einmal scherzen gehen. Boah. Haben wir eigentlich sogar Items? Halt alle im